Stoppuhr gestellt. Liegt denn der Lenz gut in der Zeit? Liegt er, die Uhr tickt. Guten Abend, liebe Zuschauer. Zu Beginn der Woche haben wir Ihnen versprochen, der Frühling kommt. Unser eigens dafür eingerichteter Countdown zielt auf morgen und die Zeichen stehen gut, dass wir hier in nicht mehr ganz 18 Stunden in den Genuss wohlverdienter hoher Temperaturen kommen. Vielerorts gab es heute schon Werte um die 10 Grad, in Leipzig waren es sogar 11. Kommende Nacht lockert es auch mal auf und es bleibt durchweg trocken. Die Temperaturen fallen auf 2 bis 0 Grad und ganz vereinzelt kann es glatt werden durch Gefrieren von Nässe oder Reif. In den Bergen gibt es zeitweise stürmische Böen, ansonsten weht der Wind schwach bis mäßig. Morgen erwartet uns ein freundlicher Wechsel von Sonne und auch mal dichteren Wolken. Die größten Chancen auf Sonne, die gibt es im Erzgebirgsvorland und dazu bleibt es durchweg trocken. Die Werte steigen und steigen. Morgen sind bis zu 15 Grad drin und im Bergland weht der Wind wieder sehr frisch. Der Blick Richtung Wochenende. Es bleibt erstmal noch so schön mild, aber ein neuer Tiefausläufer von Westen, der bringt uns voraussichtlich wieder Regen und teils sehr windiges Wetter.